Flughafen. Flughafen ist das Gelände, an dem Flugzeuge landen und starten. Flughafen ist angelehnt an den Namen Hafen. Hafen war ursprünglich der Ort, wo Schiffe landen Schiffe anlegen konnten und wieder abfuhren. Oder auch bis heute. Hamburg ist ein großer Hafen, eine Hafenstadt. Dabei gibt es Binnenhafen und Meerhafen, Ozeanhafen. Und die ersten größeren Passagiertransportmöglichkeiten der Luft waren eben Luftschiffe. Und da Schiffe an Hafen anlegen, entstanden so der Begriff Flughafen. Und manchmal sagt man auch heute noch von Flugzeugen, dass sie Flugschiffe sind und deshalb an Hafen anlegen. Heutzutage haben viele Flughäfen auch Yoga-Räume. Zunächst gab es nur kleinere Besinnungsräume für verschiedene Religionen, Gebetsräume, manchmal auch eine kleine Kapelle für christliche Menschen, also Menschen, die Christen waren. Dann gab es schließlich einen Gebetsraum, einen Ort der Besinnung. Und inzwischen gibt es immer mehr Flughäfen, die auch Yoga-Räume haben, Yoga-Stunden anbieten oder den Yoga-Raum Menschen zur Verfügung stellen, die beim Umsteigen oder nach dem Einchecken noch ein paar Sonnengrüße oder Vorwärtsbeugen üben wollen.